Für dieses Video brauche ich deine Aufmerksamkeit, mehr als für jedes andere Video bisher. Du musst jetzt deine Fantasie dafür benutzen und mir in ein bestimmtes Szenario folgen, damit dieses Video auch nur ansatzweise funktioniert. Es geht hier um eine Fantheorie, die ich mir selber ausgedacht habe, beziehungsweise die ich einfach jetzt mal selber ins Netz schleudern möchte. Und diese Theorie basiert auf einem Grundgedanken. Wir befinden uns an dem Tag, an dem Colin Trevorrow offiziell bestätigt, ja, es ist nicht nur ein Jurassic-Franchise, das wir bekommen ein Jurassic-Universe. Daraufhin geht ein dunkler Vorhang auf und wir sehen dann eine Timeline, welche Filme alle vorkommen könnten. Ich möchte mit dir jetzt über eine Idee von mir sprechen, über ein Video oder über einen Film, der definitiv erscheinen müsste, wenn das wirklich passieren sollte. Sollte Colin Trevorrow wirklich, und davon gehe ich ganz fest aus, in Zukunft sagen, wir erschaffen ein Jurassic Universe. Das bedeutet, wir erschaffen auch Geschichten, die parallel zu anderen Geschichten spielen. Wir machen Filme, bei denen wir uns einzelne Figuren packen und denen einzelne Geschichten geben. Dann habe ich hier den Film für dich, bei dem ich der Meinung bin, der würde auf jeden Fall mit dabei sein. Viel Spaß mit dem Video. Ich denke mal, man hat es auch schon so ein bisschen am Thumbnail erkannt oder eben auch am Titel. Ich konzentriere mich hier auf die Figur Macy. Warum? Weil ich einfach der Meinung bin, dass Macy mitunter die interessanteste Figur von allen ist in gesamt Jurassic World. Ich mochte die Idee, dass Macy ein Klon ist, weil die Idee ist vom Konzept her einfach sehr genial. Weil wir können Dinosaurier erschaffen, check, vollkommen klar. Wir können eigene Lebewesen erschaffen. Indominus Rex, Indoraptor hat es alle so nie gegeben. Die können wir einfach so erschaffen. Auch check. Als würde jetzt die Menschheit nicht auf die Idee kommen, ja, lass auch mal eigene Menschen erschaffen. Oder eben klonen, weil im Endeffekt sind auch die meisten Saurier, die wir eben in Jurassic Park und Jurassic World sehen, nur Klone. Von daher fand ich Macy immer sehr interessant. Ich fand ihren Satz ein bisschen blöd, als sie die Dinosaurier freigelassen hat und dann in die Kamera guckt und sagt, sie sind wie ich. Weil, nee, Mädel, du bist kein Dinosaurier, ihr seid alles Klone irgendwo, aber ist trotzdem, ist da schon ein Unterschied irgendwie festzustellen. Auch in Jurassic World Dominion haben sie dann mit ihr ein sehr interessantes Grundkonzept aufgebaut, dass sie eben auch sagt, ey Leute, ihr wollt mich behandeln wie ein Kind, ich weiß nicht mal, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und ich dachte mir, ja, geht darauf ein bisschen ein, bitte geht darauf ein bisschen ein. Und dann kamen die Heuschrecken. Also Macy ist für mich mitunter das interessanteste, vielleicht sogar am gesamten Jurassic-Universum. Ja, ich gehe sogar so weit und sage, Macy ist für mich das Interessanteste am gesamten Jurassic-Universum, was wir bisher haben. Man muss sich mit der ganzen Klongeschichte erstmal anfreunden, verstehe ich auch. Aber trotzdem hat sie immer noch eine Geschichte zu erzählen, die eben nicht vollendet ist. Macys Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Owen ist derselbe Charakter in Jurassic World wie auch in Dominion. Der hat sich null weiterentwickelt. Auch Claire entwickelt sich nicht wirklich weiter. Sam Neill, ich mag ihn ja, aber auch er ist derselbe Alan Grant wie in Jurassic Park 3. Ellie Sattler hat sich irgendwie vom Berufsbild verändert, ist aber auch noch dieselbe Person. Und Dr. Ian Malcolm ist jetzt Jeff Goldblum. Der ist nicht mehr Ian Malcolm, der hat sich komplett verändert. Die einzige Figur, die hier wirklich eine Entwicklung durchmacht, die man auch als Zuschauer nachvollziehen kann, ist eben einfach Macy, vollkommen klar. Was außerdem in den Jurassic World Filmen noch sehr vernachlässigt wurde, ist die Insel Isla Sorna. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man das nicht mal irgendwie mit eingebaut hat. Ich weiß, die Insel wird immer wieder mal so in Nebensätzen erwähnt. Wir haben auch von Saurier von Sorna hergebracht und so ein Kram. Aber warum sind nicht einfach alle Saurier irgendwie auf Isla Sorna? Warum sind die im Biosyn Valley mitten auf dem Festland? Also, wieso hat, welche Regierung sagt da einfach, das ist eine gute Idee? Warum wurden die Saurier nicht nach Isla Sorna gebracht? Jetzt haben wir also eigentlich zwei Bauklötzchen. Wir haben einmal Macy, von der wir noch eine Geschichte bekommen könnten, bekommen sollten, meiner Meinung nach. Und wir haben Isla Sorna, die eben auch noch da ist und die wir sehr vernachlässigt behandelt haben. Jetzt klatschen wir die beiden doch mal zusammen und gucken, ob das irgendwo passen würde. Und dann überlegen wir uns mal, boah, mal gucken, Macy und Isla Sorna, wo ist da die Verbindung? Naja, ihre Mutter. Charlotte Lockwood hat im Jurassic Park gearbeitet. Sie war Mitarbeiterin auf Anlage B, quasi auf der Anlage, auf der die Saurier gezüchtet, erschaffen und großgezogen wurden, bevor sie eben dann nach Isla Nubla gebracht wurden. Hier könnte man jetzt einen Film machen, in dem Macy versuchen will, noch mehr über ihre Mutter herauszufinden und auf der Suche
natürlich auf die Isla Sorna reisen muss. Dort könnte sie dann zum Beispiel noch weitere Geheimnisse aufdecken. Man könnte hier wirklich einige Logiklücken, die wir nun mal einfach haben, das kann man nicht leugnen, könnte man hiermit aber einfach sehr innig schließen. Hier mal ganz kurz als Star Wars Referenz, wo das sehr gut geklappt hat, ist der Todesstern. Der hat in Episode 4 einfach ein Loch irgendwo drin gehabt, wenn man da reingeschossen hat, ist einfach alles in die Luft geflogen. Man hat sich damals auch gedacht, so ja, warum ist da eigentlich dieses Loch gewesen so irgendwie? Es wurde ein bisschen erklärt, bla bla. In einem späteren Film in Rogue One wurde dann eben erklärt, ja, das Loch wurde da mit Absicht eingebaut von einem Saboteur, damit eben die Rebellen die Station in die Luft jagen können. Hier wurde einfach ein Plothole bzw. so eine Ungereimtheit, so ein seltsamer Fakt, wurde eben einfach begründet und das auch wirklich plausibel begründet. Ähnliches könnte man eben auch mit dem Jurassic Universe machen, wenn es denn eben kommt. Dazu würde ein Film, in dem ein Charakter, in meinem Szenario eben Maisie, auf die Isla Sorna reist, was auch Sinn macht, damit sie eben Geheimnisse von ihrer Mutter herausfindet, würde eben am meisten Sinn machen, da man hier weitere neue Geheimnisse aufdecken könnte. Man könnte bestimmte alte Themen ansprechen und vor allem könnte man auch mal klären, warum Isla Sorna bis jetzt keine Rolle mehr gespielt hat. Ich meine, ey, es wäre Isla Sorna, ne? Meine Theorie geht davon aus, dass wir so einen Film in nächster Zeit bekommen würden. In nächster Zeit meine ich so innerhalb der nächsten 5 Jahre. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Meinst du, das wäre ein sinnvoller Film, sowas irgendwie auf die Beine zu bringen und sowas eben auch zu zeigen? Ich meine, das Ganze wäre im Endeffekt dann schon eine Fortsetzung zu Dominion, würde aber auch nur eine Person beleuchten. Das heißt, man könnte auch hiermit irgendwie eine Brücke bauen zu der nächsten Jurassic Period oder Jurassic Era oder wie auch immer das Ganze heißen wird. Der Film mit Maisie könnte den Grundstein legen zur nächsten Jurassic Trilogie durch irgendwelche Geheimnisse, die sie dann eben auf Isla Sorna aufdeckt. Ich bin gespannt, was du zu meiner Theorie zu sagen hast. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.